Willkommen zurück beim Skispringen 2007. Jetzt sind wir wieder in Trondheim, das zweite Springen, und mal schauen, ob wir unseren Vortageserfolg nochmal wiederholen können. Richie Freitag hat hier ja gewonnen letztes Mal. Da waren die Windbedingungen allerdings ganz anders als jetzt heute, nämlich fast eingeschlafener Wind. Die Trainingssprünge habe ich 2 von 3 hinbekommen. Beim anderen bin ich, glaube ich, einen halben Meter zu kurz gesprungen. Das war echt saudoof, aber naja, das kennt ihr ja, was ich davon halte, von diesem genau in den Radius reinspringen. So, hier dürfen wir jetzt wieder so weit springen, wie wir können. Mal schauen, Severin Freund, der sieht gut aus. Windverhältnisse quasi windstill. 105,5 Meter, super Haltungsnoten aus Luke 2, denke ich mal, vollkommen akzeptabel. Aber jetzt mit so gar keinem Wind wird es schwierig, glaube ich, ganz vorne reinzuspringen. Mal schauen, was die Konkurrenz so macht. Die war ja gestern doch relativ schwach. Das reicht auch für Severin Freund, um da in Führung zu gehen. Jetzt kommt Andy Wellinger, der Mann in Gold. Der sieht sehr gut aus. Der geht noch mal etwas weiter. Aber es sind wirklich super Bedingungen, um hier zu springen. 19,5 dreimal, 94,2 Punkte, das ist die deutliche Führung für Andy Wellinger. Also, 1,3 Punkte. Deutlich. Hier, Igor Knatsev hat eine große Klappe und sogar was dahinter, Janda Kierkegaard springt auf Platz 2. Der war ja gestern ganz, ganz schwach, und jetzt kommt der Führende des Gesamtweltcups, Richard Freitag. Ja, keine Ahnung, warum ich das gerade mit der Stimme gesagt habe, aber es klang so geil. Entschuldigung, oh Gott, das klang jetzt nicht, das klang sehr verkehrt. So, jetzt werden wir schon übermütig. Mal schauen, der geht nicht so gut. Beziehungsweise weiter geht's einfach nicht bei den Bedingungen für unsere Springer. Da sind wir auch immer ein bisschen davon abhängig, dass die Konkurrenz versagt. 104 Meter, 89,2, der war aber auch einfach nicht besonders gut. Schauen wir mal auf das Ergebnis des ersten Durchgangs. Oder besser gesagt der Qualifikation. Sehen wir Andy Wellinger, Severin Freund und Richie Freitag alle in den Top 10 platziert. So kann es weitergehen, gleich im ersten Durchgang. Und damit rein in den ersten Durchgang. Alexi Kinnunen eröffnet mit einer Wachseinstellung von 78,4. Richie Freitag nur 8er, der Gesamtweltcup-Führende. 103,6 Punkte hat Andy Goldberger vorgelegt. Ich glaube, heute wird es sehr schwer zu gewinnen, aber jetzt hohe Konzentration, weil wir können heute weit springen. Windbedingungen ziemlich gut, auch wenn es leicht regnerisch ist. Ja, die Landung war ein bisschen verwackelt. 112,5, dreimal die 18,5. Das reicht nicht mal für die Führung. Ah, da haben wir richtig verschenkt bei der Landung. Mist, verdammt, da nur Platz 3 für Richard Freitag. Und es kommen ja noch 7 Springer. Primož Peterka reiht sich aber dahinter ein. Janne Ahonen ebenfalls. Jetzt kommt Sigurd Pettersen, der springt auf Platz 2 immerhin. Richard Freitag nur noch 4. Jetzt kommt Severin Freund. Aber alles dicht zusammen, da kann im zweiten Durchgang mit einem guten Sprung, vor allem einer besseren Landung, ist da noch einiges drin. Ich bin ja jetzt auch aus Luke 3, aber Richtung roter Linie kommen wir nicht. Mehr Luken werden hier generell super. Jawohl, der sieht gut aus. Der war gut. Der könnte für die Führung reichen. 111 Meter, 19,520, aber auch nur 102,8 Punkte. Dann springt er genau in diesen Bereich rein, wo die anderen eben auch sind. Das wird ein super spannender zweiter Durchgang. Da sehen wir es, Severin Freund 0,8 Punkte vor Richard Freitag und die ersten 5 nur 1,6 Punkte auseinander. Da geht noch einiges nach oben. So, Andy Wellinger, der dritte der Qualifikation. Mal schauen, wie weit er kommt. Der Sprung eben sah eigentlich super aus von Severin Freund. Aber die Konkurrenz schläft nicht anscheinend. Ach, nee, der war ein bisschen verdreht auch schon im Flug. Genau 100 Punkte für Andy Wellinger.
Gute Haltungsnoten zum Glück, aber er ist dann auch nur in Lauerposition für den zweiten Durchgang. Jetzt will ich ja gar nicht zu hochgreifen. So, Severin Freund Vierter, Richie Freitag Fünfter. Also, wollte gerade sagen, waren wir nicht eben noch Dritter und Fünfter, aber da haben sie einfach die Position geändert mit den Punktgleichen. So, jetzt schauen wir uns mal den Zweiten der Qualifikation an, der in Führung geht. Das war der beste Sprung des Tages. Das müsste die Führung sein für Jan da Kierkegaard. 106,3 Punkte, 113,5 Meter. Und Igor Ignatjev setzt nochmal einen drauf. 120,3. Das können wir natürlich rein leistungsmäßig schon gar nicht schaffen. Damit Severin Freund auf 5, Richard Freitag auf 7, Wellinger nur auf 10. Aber 3,6 Punkte nur nach vorne. Mal schauen, mit einem guten zweiten Durchgang können wir da was machen. Aber Peter Petersen hier, also Primož Peterka, hat einen richtig guten Sprung hingesetzt. Das heißt einfach Konzentration. Top 10 ist, wie gesagt, immer noch das Ziel, auch wenn es jetzt beim letzten Mal sehr viel besser geklappt hat. Für die Führung wird es nicht reichen. 116 Meter, gute Haltungsnoten, 111,8. Er hatte, glaube ich, genau 100 Punkte im ersten Durchgang, bedeutet 211,8 Punkte hat er jetzt. Das reicht nicht für die Führung. Zweiter Platz, jetzt kommt Janne Ahon, der auch nochmal weiter ist. Roal Jokelsoy, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der verliert ein bisschen, bleibt hinter Andy Wellinger zurück. Damit hat er auf jeden Fall seinen 10. Platz sicher. Und jetzt kommt der Geführende des Gesamtweltcups, der aber wahrscheinlich sein Trikot wieder verlieren wird, wenn er jetzt nicht mindestens auf Platz 3 vorspringt. Aber selbst das wird dann schwierig. So, auf geht's, Richie. Okay, der Sprung war super, aber er reicht nicht für die Führung. Blaue Linie war noch weiter vorne, 118 Meter. Zweimal die 20, einmal die 19, 515,9 Punkte. Mal schauen, das wird ganz eng. Und es reicht für die Führung, 0,6 Punkte, aber ganz knapp. Malte Gerstensen springt kürzer, nur auf Platz 3. Damit hat er schon mal einen Platz gut gemacht und ist sicher Sechster. Jetzt kommt noch Severin Freund, der beste Deutsche des ersten Durchgangs. Aber den Windverhältnissen gar nicht so einfach zu springen. Also ist natürlich in dem Sinne schon einfach, aber auf Weite zu kommen ist nicht so einfach. Weil man halt kaum korrigieren kann im Flug. Man spürt halt nichts. So, der war eigentlich am besten. Boah, die Landung aber im letzten Moment. 119 Meter, auf jeden Fall der weiteste Satz unserer Springer. 115,2 Punkte aber nur. Dreimal die 19. Ich glaube, wir hatten 115,8 eben mit Richie Freitag. Müsste aber für die Führung reichen für Severin Freund. 0,1 Punkt. Wusste ich natürlich. So, was macht Sigurd Pettersen? Platz 4 nach dem ersten Durchgang, er springt in Führung. Andy Goldberger landet aber hinter unseren Springern. Damit ist Richie Freitag auf jeden Fall Fünfter. Mal schauen, was macht Jan da Kierkegaard? Ah, er springt in Führung und Ignatjev springt nochmal weiter. Also deutliche Abstände diesmal wieder. Da hatten wir überhaupt keine Chance. Freund wird Vierter, Freitag Fünfter, Wellinger immer noch gerade so in den Top 10 auf Rang 10. Und die Gesamtwertungsführung müssen wir damit leider wieder abgeben an Jan da Kierkegaard. Severin Freund ist auf Platz 4. Wellinger 10. hat, glaube ich, jetzt auch einen Platz verloren. Aber das war trotzdem noch ein erfolgreiches Springen. Wir sind immerhin wieder dicht ans Podest rangesprungen. Aber bei den Windverhältnissen nicht so einfach, wie gesagt. Habe ich eigentlich gedacht, dass wir bei dem ruhigen Wind mit einem ruhigen Sprung sehr weit kommen, aber dann können die normalen Springer sich natürlich hier tragen lassen und haben wahrscheinlich auch bessere Werte. So, zu Geld kommen wir auch langsam. Und jetzt dürfen wir das Training nicht wieder vermasseln. Das ist mir die letzten zwei Male leider passiert. Bei Severin Freund. Jetzt geht's nach Harachov. Böser Seitenwind. Das könnte problematisch werden. Der pfeift richtig von der Seite rein, wie man da sieht.
Da ist auch nichts irgendwie leicht von vorne, sondern es ist nur Seitenwind. Boah. Muss? Wie bitte? Ich habe normal gedrückt. Wieso landet der denn nicht? Willst du mich verarschen? Na super, das dritte Mal vermasselt mit Severin Freund. Ich habe ganz normal gedrückt. Ich war mir sicher, dass er jetzt landet. Vorhin war ich mir sicher, dass er stürzt. Diesmal war ich mir sicher, dass er landet. Ach, fuck. Naja, gut. Kann passieren. Da kriegen wir auch wieder ordentlich Geld. 45.000 sind wir jetzt schon. Was müssen wir hier machen? Zwischen 97 und 104 und noch eine Telemark-Landung und Seitenwind. Ach, das ist so ätzend. Das schaffen wir eh nicht. War das ein Telemark? Nee, oder? Ich würde ja schon sagen, gut, die Weite haben wir geschafft, aber es zählt doch hundertprozentig wieder nicht als Telemark. Doch, Tatsache. Wahnsinn. Bin begeistert. Dann können wir ordentlich Punkte drauf machen und wir sehen 23,6 jetzt schon BMI. Jetzt bin ich doch schon etwas schwerer als die Springer, was ja auch logisch ist. Ja, nur 2500 Euro leider für Andy Wellinger. Das wird sich nicht rechnen auf lange Sicht, da muss er mehr bringen. Wir sehen 84 und 98 Meter jetzt, die wir springen sollen. So, Andi, auf geht's. Nicht zu weit springen. So, das war mal ein sauberer Telemark. Also da kann keiner meckern. 19,5 Meter, auch das haben wir geschafft. Aber bei den Windverhältnissen, das wird ganz schwierig. Bin mal gespannt, was die NPCs da machen. Bisschen Sprungkraft dazu. Jawohl. Ich finde das super, wenn der BMI so abnimmt. So, jetzt geht's weiter nach Harachov. Die Schanze, die wir ja gerade eben schon gesehen haben. Und da wetten wir einfach mal, obwohl der ziemlich auf unserem Niveau war. Gut, im Weltcup 10. Aber mal schauen, ob wir den überhaupt schlagen können. Ich würde die Qualifikation hier jetzt vielleicht tatsächlich mal weglassen, weil das Gefühl, hier zu springen, nicht so richtig gut ist. Wir nehmen dann vielleicht wirklich nur mal Richard Freitag wieder mit, der Zweiter im Gesamtweltcup ist, dass wir den dann hinten bei den Topspringern haben. Ansonsten macht das hier einfach nicht so viel Spaß mit so einem brutalen Seitenwind. Ja, der Sprung war aber sehr gut. Der ist deutlich über die blaue Linie gegangen. Wir kommen ja als zweitletztes 105 Meter, 91,5 Punkte. Und hier wird es auch nicht so ganz große Unterschiede geben, denke ich mal, von den Windverhältnissen her. Weil der Wind konstant von der Seite kommt. Und damit haben wir die Qualifikation auch gewonnen vor Janda Kierkegaard. Und jetzt geht es dann schon in den ersten Durchgang rein. Das
fünfte Springen des Weltcups. So, der Wind konstant von der Seite. Luke 3 geht es jetzt runter. Mal schauen. Jetzt die Qualifikation hat natürlich Mut gegeben, dass wir da doch vorne reinspringen können. Absprung nicht perfekt. Landung war sehr gut. 106 Meter, Haltungsnoten nicht perfekt, Absprung war auch nicht perfekt. 91,8 Punkte, das sollte auf jeden Fall reichen, um so Richtung Top 5 zu springen, würde ich mal sagen. Der Hubschrauber hinten fliegt einfach mal schnell gegen den Berg. So, wir kriegen jetzt natürlich noch keine Vergleichswerte, weil wir erst noch mal Andy Wellinger haben. Mal schauen, also es gab durchaus noch Verbesserungsmöglichkeiten. Vergleich jetzt zu Severin Freund. Auch hier wieder nicht gut. Der ist auch kürzer. Und in den Schnee gegriffen. Nur 2,5 Meter, schlechte Haltungsnoten. Ah, scheiße. Was könnte es gewesen sein für Andy Wellinger mit dem ersten Durchgang? Nee, er ist dabei. Auf jeden Fall im zweiten Durchgang dabei. Severin Freund auf Platz 4. Man muss jetzt schon an die 100 Punkte springen, um überhaupt vorne mitzukommen. Mal schauen. So, Richie. Ab geht die Post. Oh, dann geht der Ball gleich rüber. Okay. Der war in Richtung der blauen Linie. 109 Meter, Haltungsnoten super, 99,7 Punkte. Weiß gar nicht mehr, wie viel das jetzt 99 waren beim Führenden. Aber das ist auf jeden Fall eine Top-Platzierung. Und es ist Platz 1 für Richard Freitag. Igor Ignatieff Zweiter. Andy Wellinger gestürzt, aber immerhin noch im zweiten Durchgang dabei als 23. Allerdings haben wir ja mit irgendeinem gewettet. Ach, Samson Auerbach, das müsste doch Simon Ammann sein. So, Andy Wellinger, jetzt heißt es im zweiten Durchgang aber ordentlich einen raushauen. Und vor allem landen, ganz wichtig beim Skispringen. Oh, was für Windverhältnisse, alter Schwede, ist das schwierig. 111,5 Meter. 101,7 Punkte, das war ein guter Sprung. Nicht überragend. Man bedenkt, dass Richie Freitag nur 2 Punkte weniger hat im ersten Durchgang. Aber es müsste die Führung sein, auch relativ deutlich. Da bleibt er jetzt, denke ich mal, einige Springer lang vorne. Jetzt wird es langsam eng und da ist er auch schon zurückgefallen. Ja, wird wohl nur so für Rang 15 circa reichen. Jetzt kommt Severin Freund. Auch gut platziert war nach dem ersten Durchgang. Ich glaube, so 5. oder 6. war er. Aber da geht noch was. Da war sauber bis auf die Landung. Mit 16,5. Oh nein. Nur 54 Haltungspunkte, das ist verdammt wenig. Verdammt ich nochmal. Aber das reicht, um Sigurd Pettersen hinter uns zu behalten. Jan der Kierkegaard wird es nicht reichen. Nein, 214,6 Punkte. Der hat im zweiten Durchgang ordentlich einen rausgehauen. Und Igor Ignatz jetzt auf 207 Punkte. Und wir hatten ja wirklich nur 0,3 Vorsprung. Da kommen wir nicht ran an die blaue Linie. Das wird nicht funktionieren. Da sehen wir auch, wo wir hinfliegen müssen. Mal schauen. Der Führende des ersten Durchgangs, Richard Freitag. Jetzt geht's vom Balken runter. Können wir unseren zweiten Saisonsieg feiern? Nein. Können wir nicht. Der Sprung war gut,
Aber da fehlt es uns einfach momentan noch an Potenzial. Damit müssten wir auf. Ui. Ich glaube, es reicht nur für Platz 3. Ja, leider 0,8 Punkte. 0,4 Punkte, die wir da auf Igor Ignatieff leider Rückstand haben. Severin Freund wird 4., Richard Freitag 3. und Andy Wellinger halt leider nur 14. Aber trotzdem denke ich mal wieder ordentlich an diese 214, also 116,5 Punkte kann man nicht springen mit diesem Springer, denke ich mal. Da muss man schon einen super Sprung erwischen, um das hinzukriegen. Das habe ich leider nicht geschafft. Damit fallen wir auf Platz 3 zurück in der Gesamtwertung. Richard Freitag 321 Punkte, aber immer noch in Schlagdistanz. Severin Freund hat jetzt doch schon ordentlich Rückstand auf die Springer vorne, aber souverän auf 4. Wellinger verliert einen Platz und ich weiß gar nicht, ob er seine Wette gewonnen oder verloren hat. So, vierter Platz bringt immerhin 8.000 Euro und die nächste Powerstufe ist ja ein Traum. Das ist ja super. So, die Wette haben wir auf jeden Fall gewonnen. 52.000 haben wir jetzt schon. Was kosten denn so jetzt die Top-Skier? Gut, der hat ja erst neue da bekommen. Welche könnten wir uns denn mal? Aerodynamik 80. Ballons 10. 75, 75. 94, 10. Das hat 105. 90, 35 ist natürlich eigentlich geil. Also 121.000 kosten diese Super-Skier. Bei Anzügen. Der optimale kostet 117.000. Na, da kommen wir ja vielleicht bald mal hin. Sind jetzt 52.000 für Severin Freund. Das wird nicht mal allzu lange dauern. So, perfekter Aufwind jetzt in Harachov beim zweiten Springen. Und wir dürfen natürlich nur zwischen 92 und 105 landen. Verdammt ich nochmal. Aber da wird der Schanzenrekord wackeln. Von Sigurd Petersen oder Primož Peterka, wer es auch immer ist. Ich glaube, es ist Primož Peterka, weil Peter Petersen als Slowene. Ich dachte ja, es wäre Sigurd Petersen, aber die dürfen die Namen ja nicht benutzen. Und zum Teil sind hier Springer auch einfach so erfunden. So, wir müssen natürlich wieder Punktlandung machen. Telemark haben wir auch hingepflanzt. Hoffe mal, unser Trainer ist glücklich. Wir werden es nie erfahren. So, Severin, hast du gut gemacht. Da dürfen wir nochmal ein paar Punkte vergeben. Bin mal gespannt, ob die neuen Flugeigenschaften jetzt nochmal viel bringen. Die Powerpunkte, die wir gerade bekommen haben. Muss ja alles ausgeglichen sein, darf ja keiner einen Vorteil haben. So, da wird gewachst und trainiert. Und dann natürlich auch den teureren Trainer. So, mindestens 65 Punkte und eine Telemark-Landung. Kein Thema, mein Freund. Dann dürfen wir vor allem die Schanze mal ausspringen. Natürlich nur aus Luke 2. Ich würde das Spiel gerne Hecken und Luke 4 draus machen. Gerade im Training verstehe ich es nicht. Und vor allem Luke 1 gibt es da unten zwar ein Schild, aber Luke 1 gibt es ja zum Glück nicht. Oh. Na, das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut. 106 Meter, aber wir haben hoffentlich mehr als ein paar 60 Punkte. Jawohl, aber das muss besser werden im Springen an sich. Und das wird es, denke ich mal, auch. Aber deutlich angenehmer zu springen als jetzt beim letzten Mal. Obwohl die Platzierung ja trotzdem gut war. Glückwunsch, haben wir geschafft. So, verteilen das wieder halbwegs gerecht.
weiter zu Andy Wellinger, der die Wette verloren hat. Skandalös. Das bin gerade auch nur 21.000. Jo, das tut mir leid. War natürlich keine Absicht. 89 und 95 Meter. Innerhalb von 6 Metern soll ich jetzt landen. Ach Mensch, ey. Vor allem auf so einer Schanze, wo man bestimmt irgendwann mal 130, 135 springen kann, wenn nicht sogar noch weiter. Na, natürlich. Natürlich, jetzt perfekter Absprung und alles super gemacht. Dann landen wir bei 90 Metern, das müsste ja sogar gereicht haben. Telemark-Landung haben wir auch geschafft. So, Tatsache. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Motivation ist hoch genug. Dünn ist er auch. Können wir da ein bisschen Punkte drauf machen. 23,4. Wer hätte gedacht, dass Andy Wellinger mal dünn ist? Also 67 Kilo ist aber 10 Kilo weniger als letztes Jahr. Das muss man ja auch mal sagen. So, ja, den können wir doch durchaus schlagen, denke ich mal. Diesmal wird nicht gestürzt, bei den Wetterbedingungen auch etwas schwieriger. Dann machen wir die Qualifikation jetzt wieder. Und dann geht es in der nächsten Folge in die Schweiz, noch Engelberg, zur Vorbereitung auf die nicht Tour de France, sondern Vierschanzentournee. Ist aber fast kein Unterschied. Mit dem Rad hier mal runterfahren, das wär's doch. Hupala. Na, da haben wir noch viel rausgeholt. Aber da war eigentlich vermurkst vom Schanzentisch weg. 95,4 Punkte. Mal schauen, wie viel wir holen mussten. Habe jetzt eben gerade gar nicht drauf geachtet. Ist ja nur Quali. Reicht nur zu Platz 3. Uiuiuiui, der hat aber ordentlich einen rausgehauen. 110 Punkte. Das ist der Trainingsweltmeister Sigurd Pettersen. Ja, relativ böiger Aufwind. Jawohl. Na, der geht sogar in die Richtung von Sigurd Pettersen, aber wir können, glaube ich, von unseren Springern hier nicht ganz so weit springen. 106,4. Der war ziemlich perfekt. Auch die Haltungsnoten sind gut. Da kommt er dicht dran an Sigurd Pettersen. Aber es reicht nicht für die Führung. Jetzt kommt der dritte des Gesamtweltcups, Richie Freitag. Mal schauen, ob der nochmal ein bisschen weiter springen kann. Aber es ist ja gerade mal Luke 2. Also der Schanzenrekord wackelt. Spätestens im zweiten Durchgang. Hoppala. Na, ja, der war natürlich verkorkst. Merkwürdig. So, nochmal ein bisschen anders hinsetzen. Nicht, dass man da so verdreht rauskommt beim Absprung. So, das war nix von Richie Freitag. Den Qualifikationsdurchgang gewinnt Igor Ignatieff, Janne Kierkegaard, auch noch vor Severin Freund. Richard Freitag. Habe ich ihn gerade übersehen? Oh, auf Platz 8. Okay. Gerade schon gedacht. Jetzt hat er sich einen Schädelbruch zugezogen. Eieieiei. Primož Peterka. 116,4 Punkte. Ordentlich einen rausgehauen im ersten Durchgang. Ich glaube nicht, dass Richard Freitag das knacken kann. So, auf geht's, Richard. Na, na, der war gut. 117 Meter. Haltungsnoten nicht perfekt. 111,6 Punkte. Ja, sind wir zumindest dicht rangekommen. Ich denke mal, mehr ist jetzt irgendwie auch nicht drin. Richard Freitag auch jetzt nicht so perfekt auf der Schanze. Reicht aber deutlich zu Platz 2. Andy Wellinger, der siebte der Qualifikation. Die besten kommen ja erst noch.
So, auf geht's, komm. Da geht definitiv noch mehr. Manchmal geht auch zu viel. Ach, scheiße. Ja, das war jetzt mein Fehler. Das ist diese blaue Linie, da will man immer hinfliegen und noch weiter, noch weiter. Der Flug an sich war nice. Also, ja gut, es ist gut, dass es zensiert ist durch den Baum. Ich weiß nicht, ob das überhaupt für den zweiten Durchgang reicht. So, Severin Freund, der Beste in der Quali. Ich glaube, Andy Wellinger ist raus leider nach dem ersten Durchgang. Zum zweiten Mal jetzt schon, dass einer unserer Springer stürzt. Und jedes Mal war es Wellinger. Boah, aber das war jetzt in allerletzter Sekunde gelandet. Weiter geht's nicht. 118 Meter. Zweimal die 20, einmal 19,5. Damit ist er vorne dabei, Severin Freund. Nochmal etwas besser als Richard Freitag. Auf Platz 3. Jetzt kommt Jan der Kierkegaard, der sich in Führung setzt. Dann Sigurd Pettersen, aber ordentlich. Igor Ignatjev setzt nochmal einen drauf. Und Andy Wellinger ist als 24. doch noch dabei. Michael Uhrmann auch im zweiten Durchgang, wie wir gerade gesehen haben. So, Andy, auf geht's. Komm jetzt. Wenn man stürzt, muss man immer gleich wieder hoch auf die Schanze. Jawohl, war ein schöner Flug. 124,5 Meter. Dreimal die 18,5. Neuer Schanzenrekord. Neue Bestwertung. Aber ich weiß, glaube, es reicht nicht für die Führung. Doch. Oh, natürlich reicht das für die Führung. Um Gottes Willen, was habe ich denn da gerechnet? Gut. Das sollte nochmal ein paar Plätze nach vorne gehen. Björn einer Ruhmöhren schafft es auch nicht vorbei. Christoph Nager nicht. Jiro Kunishi nicht. Hans Holgersen geht jetzt in Führung. Und jetzt geht es dann nach hinten. Und jetzt kommt auch schon Richard Freitag, der ein bisschen was gut machen muss. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, scheiße. Reicht aber zu Platz 2. Ernsthaft. Okay. Sieht man mal, wie geil das gewesen wäre, wenn wir den gestanden hätten. Diese blaue Linie, wie gesagt, irritiert mich immer königlich. Und im Endeffekt wären wir doch locker. Es hätte doch locker gereicht. Verdammt. So, jetzt Severin Freund, unsere letzte Hoffnung noch auf den Tagessieg, beziehungsweise, ja gut, Tagessieg wird schwierig, aber zumindest auf Stockerl kann er noch kommen. So, und er landet auch in Richtung blauer Linie, die Führung muss es sein, etwas kürzer als Richard Freitag. Scheiße, Mann. 127,6 Punkte ist natürlich ein Traum. 243,5. Matti Hautamäki geht in Führung. Jan der Kierkegaard und zack, zack, zack. Fünfter, achter, elfter. Na, es ist enttäuschend. Das war wirklich enttäuschend. Und so gehen wir jetzt auch aus der Folge raus. Wir kotzen. Und sehen auch, 127,6 war schlechter als alle anderen danach. Hat 48,2. Alter Schwede. So, wenigstens sind wir wieder zu Geld gekommen. Wir warten jetzt natürlich, bis wir die besten Sachen bekommen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge in Engelberg wieder. Dann auch hoffentlich wieder in besserer Qualität. Um Gottes Willen, das war ja gerade gar nichts.
Der Aufwind war eigentlich super, man hätte weit fliegen können, aber ich habe es vermasselt, muss man ja einfach so sagen. Engelberg natürlich bekannt, die Vorbereitung für die Vierschanzentournee, das letzte Springen davor, da versucht man nochmal sich in Form zu bringen und wer dort in Form ist, der ist auch meistens bei der Vierschanzentournee gut. Mal schauen, ob wir das sind und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der Schweiz, in Engelberg. Bis dann.